Runter, hoch, was ist denn jetzt nun angesagt beim Markt? Womit müssen wir und womit können wir rechnen? Wir sehen das hier im kürzerfristigen beim Dow Jones Index heute mit Gap aufgemacht und jetzt aktuell wieder ein bisschen höher unterwegs. Aber gucken wir uns das Ganze am fließenden Markt an, auf den Futures, die man ja dann doch eher nutzt, weil man ja dann 24 Stunden da drauf gucken kann und eben auch die Information ohne diese ganzen Gaps bekommt. Tatsächlich, das ist das, was wir aktuell bekommen. Der Markt ist nach oben unterwegs, also ein bisschen ein Zeichen für Stärke wieder. Aber ist das wirklich Stärke, was wir hier aktuell sehen? Wir hatten beim Nasdaq, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen durchgesäppt, wir hatten einen sehr starken Abverkauf und im Moment gehen wir gerade wieder nach oben und das ist eigentlich mustergültig, denn das ist so ein Klassiker als Anzeichen dafür, hey, wackelig nach oben. Wir sehen, dass das wackelig ist. Warum? Weil die Gegenbewegungen hier alle sehr, sehr kursüberschneidend sind und dementsprechend genau nicht diese Stärke zeigen, also diese Aufwärtsseite nicht die Stärke zeigt, wie zum Beispiel vor kurzem noch die Abwärtsseite. Im Gegenteil, es ist sogar deutlich sichtbar, dass die Aufwärtsseite noch nicht die gleiche Stärke eben hat. Aber auf der anderen Seite ist das, was wir jetzt hier auf dem oberen Weg sehen, immerhin mal so weit gelaufen, wie ich das ganz gerne habe, nämlich in unsere Widerstandszone, in unsere klassische. Und das lässt die Vermutung aufleben, dass der Markt vielleicht tatsächlich jetzt so langsam, aber sicher wieder in den Dreh kommt. Das wäre zumindest mal etwas, was ich ganz gerne auf dem Plan habe. Und dafür kann man einen Trigger finden, zum Beispiel auf dem letzten Zwischentief. Das könnte dieses hier sein. Ob das gerissen wird und damit unsere Short-Idee dann auch verifiziert, das weiß ich natürlich auch noch nicht. Wenn der Markt jetzt nach oben weggeht beispielsweise, dann halt nicht. Aber dann wird man ja auch nicht Short reingenommen in den Markt. Aber wenn der Markt jetzt tatsächlich irgendwo in der aktuellen Höhe sein Hoch behält, lassen wir es mal auf dieser Marke hier und dann hier uns triggert auf der Unterseite, das wäre ein klassisches Short-Signal, wo ich ganz gerne drauf gucke, nämlich die Bewegung, dass der Kurs hier nach unten sich jetzt rausschlägt und dementsprechend die besten Chancen hat, sich nochmal deutlich nach unten fortzusetzen. Zum Beispiel ungefähr genauso weit, das, was wir hier vorne haben, hier hinten nochmal und dann würden wir sogar unter 9.300 landen. Wenn es denn so weit überhaupt fällt, das werden wir dann sehen. Aber das wäre so mal die grob Orientierungsrichtung. Irgendwo 9.400, 9.300 wäre dann allemal drin. Im Übergeordneten wäre das ja noch nicht mal gefährlich in irgendeiner Form. Denn wenn wir uns das mal überlegen, eigentlich bräuchten wir doch sowieso irgendwie so einen Rücksetzer, den brauchen wir nicht mehr. Aber irgendwie sowas dieser Art bräuchten wir doch eh. Ob das genau so weit jetzt geht, wie ich das eingezeichnet habe, das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir so einen ersten Arm jetzt hier, das ist das, was wir hier beschrieben haben. Dann gibt es vielleicht eine etwas größere Pause, da müssen wir vielleicht noch drauf warten. Aber die Chance, dass es noch weiter nach unten geht, sie ist verdächtig, sage ich jetzt mal, groß hier, dass der Kurs das tatsächlich auch nochmal ansteuert. Und das, was wir hier aktuell sehen, zielt genau in diese Richtung. Allerdings vorsichtig. Im Moment geht der Markt nach oben und ich greife nie in ein fallendes Messer oder umgekehrt in dem Fall, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, in eine steigende Rakete, wie auch immer. Aber der Markt muss auch schon den Drehwillen zeigen und das sieht man eben, wenn die Unterseiten nicht mehr steigend sind und deshalb auch diese Logik mit dem Trigger, die dann hier dafür sorgen, dass der Kurs uns damit einen neuen Einstieg dann hier eben entsprechend auf der Abwärtsseite dann präsentieren kann. Also insofern das mal die Sichtweise. Das gilt interessanterweise natürlich bei ganz vielen Märkten. Auch beim S&P haben wir natürlich hier so Unterseiten und man kann sich überlegen, ob man diese dafür nutzen möchte, hier auf die Short-Seite überzuwechseln wieder, um vielleicht dann den nächsten Schub zu bekommen. Allerdings ein bisschen anders als beim Nasdaq, wo die Linien noch ein bisschen klarer sind, ist hier immer noch so zumindest mal eine Variante, dass wir hier nur noch einen letzten Abwärtsarm erstmal haben. Damit wären wir allerdings fünfwellig und man sieht das hier oben, habe ich das schon mal angedeutet. Also vielleicht nochmal so einen letzten. Danach kommt eine Korrektur und eigentlich müsste dann das Ganze sich nochmal fortsetzen. Also das, was wir vorne haben, hier hinten nochmal, was uns dann ebenfalls tiefer bringt. Das nur mal so als Grobidee. Das müssen jetzt nicht exakt diese Werte sein. Aber in die Richtung, in die wir jetzt zumindest mal schauen. Also abwärts auch in diesem Markt, allerdings beim S&P noch die Frage, wie weit das geht. Deshalb meine Idee für den Fall, wer möchte, kann da natürlich trotzdem schon mal short gehen. Aber der hat eine sinnvolle Möglichkeit dann zum Beispiel über eine Nachziehidee, also zum Beispiel Supertrend, Parabolik, es können auch andere Indikatoren sein,
dass man sagt, okay, solange es so läuft, wenn es wieder hier so passiert, hey, super, je mehr, desto besser auf der Short-Seite. Wenn der Markt aber dann doch nicht ganz so ausgeprägt nach unten fällt, hat man die Chance, dann hier den Stopp relativ schnell ja auf Einstieg und darunter auf wenigstens mal einen kleinen Gewinn dann nachzuziehen. So zumindest dann mal der Plan. Also die Idee scheint so zu sein, dass die aktuelle Aufwärtsrichtung einfach die schwächere ist. Das ist eigentlich egal, welchen dieser Indizes man anguckt. Das ist dort sehr breit aufgestellt. Wir können also sagen, Amerika wird uns aktuell zwar einen Aufwärtsmarkt präsentieren, was nicht wirklich atypisch ist nach so einer Bewegung. 1, 2, 3, 4, 5 wäre ja nicht untypisch. Wenn es jetzt tatsächlich aber noch ein bisschen weiter nach oben geht und das idealerweise dann auch irgendwie so, dann kann man natürlich die entsprechenden Trigger immer weiter nach oben nachziehen. Also um dann am Ball zu bleiben, um dann eben eine Chance zu haben, da später nochmal reinzugehen. Das bietet sich auf jeden Fall mal an. Gehen wir nochmal zum Schluss zum Nasdaq. Der hat ja hier die 38er-Marke schon mal gesehen. Das wäre im Moment mein Liebling, wenn es darum geht, einen von denen zu shorten. Ich denke, der Nasdaq wäre dann aktuell nach diesem Bild mein Favorite. Das Ganze würde sich in zweierlei Hinsicht auflösen, nämlich Punkt 1, wenn die Aufwärtsbewegung jetzt doch mehr an Dynamik zunimmt plus die Abwärtsseite dann eben wackelig aussieht, dann hätte man wieder aber die Möglichkeit, sich long triggern zu lassen. Also das ist ja nicht unmöglich, auch wenn das nicht mein favorisiertes Bild ist. Das wäre zumindest mal denkbar. Wenn das tatsächlich passiert, dann hätte man die Möglichkeit, egal wo das ist, ob das jetzt schon bald passiert oder ob das höher passiert, aber ich brauche dann ein bisschen einen Schub erst nochmal. Ich möchte dann wirklich sehen, dass die Bullen auch wirklich wieder Bock haben, was zu kaufen. Und dann wäre quasi hier über diesen Zwischenhoch ein möglicher Trigger für die Long-Seite sogar. Ansonsten die Abwärtsseite, klassisch, solange es wackelig hochgeht mit vielen Kursüberschneidungen, umso lieber. Und solange es unterhalb der 78er-Marke bleibt, auch. Das hängt mit den Wahrscheinlichkeiten einfach zusammen. Und dann einfach diesen vorderen Teil hier hinten ran projizieren, dann hat man eine ungefähre Zielrichtung. Stop, typischerweise hier oben drüber. Wer es enger mag, ein bisschen darunter setzen, die 78er-Marke, wäre hier für mich eigentlich mein Motto, hier ungefähr auf dieser Höhe, wenn das hier bei diesem Ausmaß bleibt. Wir wissen ja nicht, ob er vielleicht in den nächsten Minuten noch höher kommt. Aber das wäre dann der initiale Stop in etwa, der Entry. Und die Targets dann entsprechend hier unten. Lassen wir uns also überraschen, ob der Markt das tatsächlich triggert, ob er dazu gewillt und bereit ist. Und dann schauen wir mal, was wir davon haben werden.